Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Resident Evil. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part, zum 11. Part. Ja, Leute, willkommen zurück. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben mit der lieben Rebecca. Im letzten Part haben wir aus diesem komischen Ding hier uns dieses Symbol hier geschnappt, haben es gegen das andere Symbol ausgetauscht, das immer noch für mich aussieht wie das, oder Ähnlichkeiten hat für mich wie das eine Schild aus Zelda The Wind Waker. Ja, und das werden wir jetzt, das goldene Symbol werden wir jetzt dorthin bringen, wo das andere Symbol war vorher. Ja. Ganz genau. Das werden wir jetzt tun, denn, dann müsste irgendwas passieren. Ich weiß zwar jetzt nicht was, aber das werden wir gerade sehen. Das werden wir gleich sehen. Eine Einbuchtung zeigt, wo vorher das Symbol war. Ja, das werden wir dann mal eben einsetzen, ne? Goldsymbol. Ach, da öffnet sich ja gleich eine Schublade. Eine Schublade, da öffnet sich eine Klappe bei dieser Standuhr. So, erst gucken wir uns mal das schöne Ding hier an. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchgebohrt. Ich glaube, der durch die Brust erschossen wurde, lebt etwas länger. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Liegt die Welt, natürlich. Anscheinend können sie die Räder im Uhrwerk drehen. Ausprobieren? Auf jeden. Welches Rad möchten sie drehen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich nehme den großen. Ich bin mir unsicher. Ohne Scheiß. Ich bin mir gerade mega und. Nee, den kleinen. Ich wollte den. Ist das der kleine oder was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das war, ist doch der kleine gewesen. Dann drehe ich ihn mal wieder zurück. Dann drehe ich ihn zurück. Oder muss das doch so sein? Ich weiß es gerade nicht. Nee, ich drehe erstmal den kleinen. Ich drehe erstmal den kleinen. Da haben sie wohl irgendeinen Fehler gemacht. So. Weil das ist ja eigentlich der kleine Zeiger und nicht der große. Oder ich bin irgendwie blind. Yeah, und schon haben wir das Rätsel gelöst. Und was haben wir hier? Schönes. Hausschlüssel mitnehmen auf jeden. So, was ist das denn für ein Schlüssel, wenn ich fragen darf? Ja, Hausschlüssel, kann ja jeder sagen. Ein Schild ist darin eingraviert. Der Schildschlüssel, Leute, wir haben den Schildschlüssel. Yeah. Das heißt, wisst ihr, wo wir jetzt lang können? Also ich weiß es ja.
Da waren wir sogar schon mal. Da waren wir sogar schon mal, Leute. Da waren wir sogar. Schon mal. Das war nämlich in die Richtung, wo Richard verletzt am Boden lag mit und Rebecca da war. Wo wir die beiden zum ersten Mal getroffen haben. Die eine Tür, die verschlossen war. Falls ihr euch noch daran erinnert. Genau dort können wir jetzt hin. Und irgendwie weiß ich oder befürchte ich, dass das nicht so einfach sein wird. Denn wahrscheinlich werden wir vorher noch einem Crimson Head begegnen. Weil ich hinter der Tür ist garantiert noch ein Zombie. Der ist schon, bestimmt schon längst mutiert. Ich rüste vorsichtshalber meine Schrot aus. Und? Momentan höre ich gar nichts. Wo ist der denn hin? Ach du Scheiße! Hätte ich bloß nichts gesagt. Ey, warte mal, ist der schon weg vom Fenster oder was? Das wollte ich gerade sagen. Bams! Bams! Jetzt bist du weg. Jetzt ist der weg vom Fenster und wir haben nur noch eine Patrone da drin. Wir haben nur noch eine Dings für die Schrot. Aber den Crimson Head haben wir jetzt getötet. Ja, nochmal eine Blutlache. Also nochmal stehen diese Dinger nicht nochmal auf. Wenn eine Blutlache aus dir rauskommt, sind sie endgültig tot. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Das wäre sonst echt fatabel. So. Genau diese Tür, genau dafür ist der Schildschlüssel da. Der ist sogar auch nur, soweit ich weiß, für diese Tür. Danach ist der schon fertig. Danach können wir den schon wegwerfen. Sie haben den Schildschlüssel verwendet. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ablegen? Ja. Ablegen. Nicht wegwerfen, schade. Ich vermisse das. Diesen Schlüssel brauchen Sie nicht mehr. Wegwerfen? Ich vermisse das. Ganz ehrlich. Hier ist ja alles totenstill. Was ist das für ein Raum? Was ist das für ein Raum? Ich habe keine Ahnung. Heilige Scheiße, eine Giftschlange. Das ist die Schlange von dem, Richard erzählt hat, der ihn so zugerichtet hat. Oh fuck. Und hier haben wir, die dritte Todesmaske. Wenn das die dritte ist, kann auch sein, dass wir schon alle drei haben und jetzt, das vierte ist oder sowas. Aber ich glaube, wir haben erst das dritte. Wow, 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 lasst mich bloß in Ruhe. Schnell wieder weg, das ist ja auch alles, was wir holen wollten. Danach wollten wir ja nichts mehr hier. Deswegen verpissen wir uns mal lieber. Da seht ihr, Leute. Der Typ ist weg. Der Typ ist weg, der steht in, ich sag ja, der ist tot. Forever. Ach, das haben wir auf jeden Fall gut hinbekommen. Und diese Riesenschlange wollen wir bloß nicht nochmal begegnen. Soweit ich es kann, würde ich es auch gerne vermeiden. Soweit es nur geht. So, jetzt gehe ich mal eben zur Kiste, weil ich gerne mal wissen möchte, wie viele Masken ich schon habe, wie viele Todesmasken ich schon habe und besitze. Dann
Wenn ich nur nicht alle habe, wüsste ich momentan echt nicht, wo wir noch lang können. Ich meine, ich habe hier noch den Rüstungsschlüssel sogar immer noch. Ich weiß nicht, welche Tür ich noch nicht verwendet habe. Das ist das Problem. Das ist ein Problem. Leute, das ist ein Problem. Also für mich auf jeden Fall. Denn ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist schon ein bisschen kacke. Und ja, wir haben erst 3 Todesmasken. Insgesamt jetzt. Kacke. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt jetzt nicht, wo die vierte ist. Das ist ein Problemchen. Nur 3 Todesmasken. Das reicht mir nicht. Ich brauche noch eine vierte. Ich brauche noch eine vierte, Leute. Ich brauche noch eine vierte. Aber wo? Das ist eine gute Frage. Ja, dann müssen wir gucken, welche Tür wir noch nicht verwendet haben. Mit dem Rüstungsschlüssel, falls wir das können. Oder wie lange behalten wir diesen Schlüssel? Ich weiß es ja nicht. Ich kann mir vorstellen, wo wir noch nicht waren. Hier vielleicht. Aber der Tür... Ja, der Türgriff ist kaputt. Ach, scheiße. Dann muss ich wieder einen Umweg laufen. Warte mal, meinte Wesker nicht? Er hätte ihn repariert. Steht das da nicht? Warte mal. Ja, bla bla. Ich habe Munition gelassen. Bla bla bla. Nee. Irgendwie nicht. Nee, ach stimmt. Das macht er später wahrscheinlich. Irgendwann lässt er für uns nochmal Munition da. Netterweise. Und hat dann diesen Türgriff repariert. Was natürlich sehr nett ist von den lieben Wesker. Unser Vorgesetzter. Ja, voll der nette Mensch. Auch wenn er einen Tick hat mit seiner Sonnenbrille. Aber so kenn ich meinen Vorgesetzten. Der war schon immer so. Der war schon immer so. Der hatte immer eine Vorliebe für Sonnenbrillen anscheinend. Ich hab ihn, glaube ich, auch noch nie ohne Sonnenbrille gesehen. Zumindest wüsste ich nicht, wann ich meinen Vorgesetzten je ohne Sonnenbrille gesehen haben sollte. Wo will ich eigentlich lang? Ja, das ist jetzt eine gute Frage, wo will ich gerade lang? Ach ja, doch. Alles gut. Ich weiß schon. Ich weiß schon, wo ich lang wollte. Nämlich hier lang. Tut mir leid, ich räusper hier ein bisschen. Ich hab Husten. Es tut mir leid. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Aber nee, das ist ja. Der Zombie ist ja wieder. Der Zombie ist nur eingesperrt. Stimmt ja, den habe ich ja eingesperrt, deswegen kann er ja mir so oder so nichts anhaben. Von daher würde ich sagen, hat der Pech. Gehen wir durch die nächste Tür. Also mir fällt jetzt nur gerade da ein, dass da noch ein, was ist für den Rüstungsschlüssel. Sonst fällt mir gerade momentan nichts ein. Und ich höre richtig blöde, böse Geräusche. Das heißt wahrscheinlich bei den Fensterscheiben. Ja, Fensterscheiben. Das heißt, da werden gleich bestimmt wieder Zombies eindringen. Fuck my life. Sag ich doch. Hab ich's nicht gesagt, Leute? Eigentlich ja, ne? Da ist ein Zombie uns hinterhergelaufen. Ja. Bin ich mal schnell wieder reingegangen. Yeah. Oh. Nee. Wir haben den Rüstungsschlüssel ja immer noch. Und hier. Ah, das kenne ich ja noch. Rennen könnten wir hier schon.
Mach mir keine Angst hier. Lisa, geschützt von den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Am Unterrand des Bilds ist ein Schalter. Nee, lieber noch nicht drücken, weil sonst gehen die Rahmen auf uns los. Wenn wir das alles noch nicht richtig gemacht haben. Dann haben wir eine Arschkarte. Das Bild eines Helden mit einem Armband. Das sieht... Es liegt hinter gelbem Glas. Da ist ein Schalter. Drücken? Ja, ich versuch mal. Das Bild des Helden hat sich grün gefärbt. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Das Armband ist auf jeden Fall nicht grün. No. Ich guck mich erstmal um. Das Bild eines Weisen mit einer Halskette. Es liegt hinter rotem Glas. Da ist ein Schalter. Drücken. Ja. Ich glaube, das ist richtig. Die Halskette ist ja eigentlich lila. Bin mir gerade nicht sicher. Ja doch, eigentlich lila, ne? Das ist lila. Das Bild eines Heiligen mit einer Krone. Es liegt hinter gelbem Glas. Da ist ein Schalter drücken. Ja, okay, das... Warte mal. Ist das jetzt richtig? Mit einer Krone. Ja, die Krone ist ja grün eigentlich. Oder bin ich blind? Nee, eigentlich ist das so richtig. Dann müsste ich bei dem anderen einmal kurz dahinter laufen. Boah, diese Rahmen, ne, die machen einen schon Angst. Man weiß ja nie, ob die einen auf einen drauf losgehen, ne? Das Bild eines Helden mit einem Armband. Schon wieder. Oh mein Gott. Jetzt ist es orange. Jetzt ist es orange und jetzt ist es auch richtig. Glaube ich. Ja doch, jetzt ist es richtig. Jetzt könnten wir das eigentlich drücken. Jetzt müsste eigentlich alles richtig sein. Ansonsten bin ich komplett dumm. Lisa geschützt von was weiß ich was Geistern. Von irgendwelchen Geistern. Schalter drücken. Und es war richtig. Hätten wir das falsch gemacht, dann würden diese Raben auf uns losfliegen. Was natürlich nicht so schön wäre. Und damit haben wir die letzte Todesmaske. Die vierte und letzte Todesmaske. Sehr schön. Und damit, und wir wollen nicht unbedingt zurück, also können wir auch gleich dorthin zurück. Die Tür ist verschlossen. Dieses altmodische Schloss ist leicht zu knacken. Dann tu es doch. Ach nee, geht ja nicht. Also wir können nicht anders zurück. Ich dachte, du könntest es einfach aufschließen, Chris. Aber nein, selbst dafür bist du zu blöd. Das heißt, wir müssen doch zurück. An den Zombies vorbei. Ach, ich hätte es mir anders vorgestellt. Ich hätte mir meinen Weg leichter vorgestellt. Aber das ist halt so, wenn man mit Quiz spielt, dann muss man halt durch alle möglichen Gefahren. Ein schönes Bild. Obwohl, so schön auch nicht. So, jetzt müssen wir an den Zombies vorbeirennen. Das kann ja was werden. Shit. Haust du wohl ab. Ihr könnt da weiter rumchillen. Ich habe keinen Bock mit euch. Ich habe keinen Bock mit euch zu chillen. Hi. Tschüss. Oh mein Gott, hör auf mich zu beißen. Ich stehe nicht auf dich. Wir sollten uns beeilen. So, weg. Weg von diesem Ort.
weg von diesem zombie-verseuchten Ort, zumindest von diesem zombie-verseuchten Raum. Gott sei Dank kommen die nicht hier auch noch einen hinterher. Das wäre ja nicht so schön. Das wäre richtig scheiße. Und wir sind verwundet. Das heißt, ich muss mich gleich mal heilen. Also ich sollte mich zumindest heilen. Jetzt werde ich zum Speicherraum wieder rennen. Und dann den Part beenden für heute. Ist natürlich mal wieder nicht so viel passiert, aber das passiert auch manchmal in Resident Evil, dass mal nicht so viel passiert, ne? Man muss ja auch ein bisschen sich umgucken, suchen und die ganzen Sachen finden und sich auch mal ein bisschen dann wieder die ganzen Sachen erinnern, wo man zuletzt gewesen ist, wo man zuletzt war, wo man zuletzt hin muss. Das ist ja immer, ne? Das ist nicht alles so einfach, Leute. Das ist einfach nicht alles so einfach. Und manchmal vergisst man, dass irgendwo eine Tür kaputt ist und da muss man wieder einen Umweg laufen. Das ist hier manchmal so. Ja. Ja, meine Friends, das ist leider manchmal so. Es tut mir leid. Aber ich hoffe, ihr versteht das. Ich denke mal, ihr versteht das auch. Ich denke mal schon. Ich denke mal, ihr werdet es verstehen. Der Rüstungsschlüssel, kann man den nicht... Nee, den kann man dafür nicht verwenden, ne? Nur den, dafür braucht man immer noch den Helmschlüssel, ne? Weil ich habe immer noch den Rüstungsschlüssel und weiß jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, wofür. Oh, hier. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ablegen, ja. Dann auf jeden Fall. Da gehen wir dann doch mal in den nächsten Part rein. Oder gehen wir doch jetzt in diesen Part rein? Ja, ich würde sagen, wir gehen doch erstmal in diesen Part rein. Überziehe ich ihn ein bisschen. Mal wieder. Ich überziehe den Part irgendwie gerne, ne? Kann das sein? Ich überziehe den Part irgendwie gerne. Schon irgendwie, ne? Oh, ein rotes Kraut. Das können wir ja gerne mal mitnehmen. Und was ist hier? Es ist gruselige Musik angesagt. Die Tür ist verschlossen. Dieses altmodische Schloss ist leicht zu knacken. Und dafür brauchen wir wahrscheinlich ja auch einen kleinen Schlüssel mal wieder. Dafür. An dieser Wand ist ein großer Kratzer. Das sieht nicht wie das Werk dieser verwesenen Gestalten aus. Oha, ein Kratzer. Und es soll nicht von diesen Gestalten sein. Also dann habe ich ja ein bisschen Angst. Dann möchte ich ja gar nicht wissen, was für Wesen in diesem Haus hier noch umtreiben. Oder finden wir es dahinter? Ich hoffe mal nicht. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nö. Oh, was ist denn hier? Warte mal, da ist irgendwas. Da ist ein... Ein Schlüssel zum Knacken. Damit wir die andere Tür mal öffnen können. Eben mal, ebenso schnell, ne? Ach, ist das schön. Das ist aber sehr, sehr nett. Dann gehen wir doch mal gleich hin und öffnen schon mal diese Tür. Ja, diesen Schlüssel verwenden. Sehr schön. Und jetzt einmal wieder zurück. Zurück in das Zimmer, wo wir gerade waren. Und gucken, was hier uns noch erwartet. Ob hier irgendwas Schönes ist. Diese Fußspuren scheinen mitten durch das Bett zu führen. Heilige Scheiße. Oh, Farbband. Das ist doch auch mal was Schönes. Was da? Ich wollte was lesen. Sieht aus, als hätte jemand etwas an sich genommen und sich schnell aus dem Staub gemacht. Ja, vielleicht war er in Eile. Ein grünes Kraut, das könnte ich mit dem vermischen. Ja, das mache ich dann gleich. Oder im nächsten Part, keine Ahnung. Muss ich erstmal wieder zurück. Ja doch, ich würde sagen, wir beenden den Part. Das können wir alles im nächsten Part machen. Da kann ich auch noch eben speichern.
Obwohl, ja, warte, nein, die Pflanze kann ich mir eben noch krallen. Die Pflanze würde ich mir auf jeden Fall noch krallen, damit ich mich eben heilen kann. Dann brauche ich kein Erste-Hilfe-Spray zu benutzen. Falls ich überhaupt eins hab gerade. Ja doch, ich hab eins dabei. In der Kiste. Aber ich möchte es jetzt nicht unbedingt dafür verwenden, deswegen. Ich benutze einfach mal die Kräuter dafür. Die Kräuter sind doch gut geeignet für sowas. Ja. Dann benutzen wir das mal. Danach rennen wir zum Speicherraum zurück und speichern ab und beenden den Part. So schwer es mir auch fällt, so leid es mir auch tut, Leute, aber irgendwann findet jeder Part mal sein Ende. Ja, ich weiß, es fällt euch schwer, aber ihr müsst es akzeptieren. Ja. Ich muss es auch. Es bricht mir das Herz. Es bricht mir das Herz, den Part zu beenden. Aufzuhören. Aufzuhören, aufzunehmen. nein, das wollte ich nicht. Nein, nein, nein. Sonst bin ich wieder total dumm. Ich wollte erst das grüne Kraut hier bitte nehmen. Ja, ich weiß, wie die Fußspuren sind. Ich wollte die Pflanze holen. Dankeschön. Grünes Kraut. Grünes Kraut, grünes Kraut. Das ist meine Braut. Nee. Irgendwie nicht. So, jetzt sind wir wieder auf gesund. Und nun können wir auch das eben mitnehmen, wenn es irgendwas Interessantes ist. Die Schublade ist leer, das Regal auch. Ja, dann gibt's da wohl auch nichts. Nur auf dem Stuhl. Erste-Hilfe-Kasten mitnehmen. Was auch immer da drin sein mag. Untersuchen. Ich dachte, man muss da drauf drücken, aber nein, man muss das ja so machen. Warum auch immer. Oh, noch ein Erste-Hilfe-Spray. Wow, das ist doch mal wunderschön. Cool. Ja, was soll ich dazu noch großartig sagen, ne? Ja, Leute, und im nächsten Part gehen wir einmal durch diese Tür. Und dann können wir zu diesem komischen, gruseligen Grab gehen. Zu dieser Grabstätte, die ziemlich creepy ist. Und alle vier Todesmasken da einsetzen. Was dann passiert, das verrate ich euch nicht. Dieses schreckliche Unheil werdet ihr mit mir im nächsten Part zusammen erleben. Oh ja. Und ich freue mich darauf nicht. Also ich freue mich darauf aufzunehmen, aber ich freue mich nicht auf das, was da folgen mag. Vor allem, ich habe nur eine Schrotpatrone. Ich hoffe, ich finde noch irgendwas. Ansonsten bin ich ziemlich gearscht, kann man so sagen. Dann bin ich ziemlich gearscht. So. Nun haben wir alle vier Todesmasken. Ja, ein bisschen ordnen. Ordnen gehört bei mir dazu. Ein bisschen Ordnung schaffen hier. So. Ach ja, ich wollte eher das Farbband benutzen. Auch bin ich doch. Ohne Farbband kann man schlecht speichern. Ja, Chris. Merkt ihr das? Eine alte Schreibmaschine. Darauf möchte ich meinen Lebenserfolg speichern. Mein Erfolgserlebnis, bevor sie gelöscht werden. Yeah. Das 9. Mal gespeichert. Wow. Leute, dann bedanke ich mich natürlich bei euch wieder herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Und im nächsten Part geht es weiter mit Let's Play Resident Evil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.